Die Mantistec GK361 ist eine sogenannte 60% Tastatur, unschwer erkennbar an der bezeichnenden Größe und des fehlenden Numpads. Aus drei Gründen ist diese Tastatur sehr spannend. Sie hat mechanische Original-Cherry-Schalter, sie ist keine LED, sondern eine True-RGB-Tastatur und sie ist mit ca. 50 Euro in diesem Zusammenhang günstig. Im Lieferumfang ist die Tastatur und ein USB-C-Kabel enthalten. Verwöhnt werden ist anders, man hätte hier durchaus ein paar Ersatzschalter beifügen können, wie es bei anderen Tastaturen üblich ist. Die Packungsbeschreibung bitte nicht wegschmeißen, hier werden insbesondere die RGB-Farbmodi genauer erklärt. Das mitgelieferte USB-Kabel ist für meine überdurchschnittlich große Setup hier recht kurz. Das USB-Kabel ist jedoch nicht fest in die Tastatur integriert und das hat einen Grund, den ich super finde. Die Tastatur ist nämlich Bluetooth-fähig, kann also kabellos verwendet werden, also für alle möglichen Operating Systems, heißt alle Windows-Versionen, aber auch Android und iOS oder zum Beispiel was etwas Selteneres wie Chrome OS hier auf meinem Laptop. Definitiv ein Pluspunkt, weil es mit Smartphone, Tablet und Laptop nutzbar ist. Überhaupt unterstreicht das auch einen ganz anderen Aspekt. Die ist nämlich nicht nur durch die Größe, sondern auch durch die Funktionalität reisegeeignet. Das Material. Wie anfangs kurz erwähnt, haben wir Cherry-Switches. In meinem Fall sind es blaue Original-Cherry-Schalter mit hörbarem akustischem Klick und einem taktilen Feedback bei ca. 60 Gramm Betätigungskraft. Das ist die beste Qualität, die man in Sachen Schaltern bekommen kann. Optional kann man sich bei der Bestellung auch für Cherry MX Rot oder Braun entscheiden. Die Keycaps sind übrigens ganz einfach per Hand zu entfernen. Das erwähne ich, weil kein Tastenwerkzeug mitgeliefert wurde. Die Tastatur ist nicht so leicht, wie sie aussieht. Also wir kommen auf über 560 Gramm beim Wiegen. Das hat einen positiven Effekt auf die Rutschfestigkeit, wie übrigens auch diese Gummierung hier unterhalb der Tastatur. Mir stellt sich jetzt die Frage, wo kommt das Gewicht her, weil der Rahmen hier leider komplett aus Kunststoff ist. Ich habe dazu nichts gefunden, aber die Platine hier, die muss wohl aus Metall sein. Sieht zumindest so aus und fühlt sich auch etwas kälter an. In dem Fall hätte ich es besser gefunden, wenn der Hersteller ganz einfach auf den Plastikrahmen verzichtet hätte. Der Grund ist, wenn man mal was verschüttet oder die Tastatur verkrümelt oder dreckig wird, ist so ein Naked Keyboard einfacher zu reinigen und sieht in meinen Augen auch besser aus. Wie sieht's aus mit N-Key Rollover? Wir haben hier ein 6-Key Rollover, also bis zu 6 Tasten können gleichzeitig gedrückt werden und alle werden dann registriert. Damit kann man heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Der Standard ist klar Full-Key Rollover. Bei den guten Modellen können alle Tasten gleichzeitig gedrückt werden und auch jede dieser Tasten wird dann erfasst. Da die Tastatur kabellos verwenden kann, ist natürlich ein Akku integriert. Der hält bis zu 10 Stunden. Der Hersteller hat in diesem Zusammenhang auch zwei Sachen ziemlich gut gemacht. Es gibt eine Sleeping-Funktion bei Inaktivität. Also nach 3 Minuten geht die Hintergrundbeleuchtung aus, nach 5 Minuten wechselt die Tastatur in den Standby-Modus und nach 10 Minuten geht sie quasi komplett aus. Zusätzlich kann man auf der Rückseite den On-Off-Schalter bestätigen, sodass man hier wirklich das Maximum aus den 10 Stunden Batteriezeit rausholen kann. Finde ich gut. Die wichtigste Taste dieser Tastatur ist die Fn-Taste. Hier läuft alles drüber, insbesondere auch die RGB-Farbmodi. Zunächst noch kurz einige Erklärungen. Mit Fn plus Tab wechseln wir zwischen dem Bluetooth-Modus und dem Kabelmodus hin und her. Fn plus P, wenn 3 Sekunden gedrückt, versetzt das die Tastatur in den Pairing-Modus. Dann könnt ihr sie mit jedem x-beliebigen Bluetooth-Gerät verbinden. Ihr könnt auch, was super ist, bis zu 3 Verbindungen abspeichern. Soll heißen, ihr legt zum Beispiel eure Bluetooth-PC-Verbindung auf die Taste Q, Laptop auf W und Tablet auf E und so könnt ihr dann ganz einfach und schnell zwischen diesen Verbindungen hin und her wechseln. Mit der Fn plus Windows-Taste könnt ihr die Tastatureingabe komplett sperren. Fn plus Sonnensymbole hier, da könnt ihr die Helligkeit der RGB-Farben ändern. Fn und diese Taste hier, das ist eure Fun-Taste. Ihr könnt hier aus bis zu 18 verschiedenen Farbmodis auswählen. Das ist schon sehr, sehr spaßig, knallige Farben und viele, viele Möglichkeiten. Also nicht nur die Farbmodi, sondern auch die Farbgebung könnt ihr ändern über diese Taste hier. Die RGB-Funktion ist hier also wirklich extrem überzeugend, kann man nicht anders sagen. Auch die Geschwindigkeit der Farbmodi kann man hier einstellen. Es gibt weitere Funktionen mit der Fn-Taste in Kombination mit den normalen Funktionstasten, also F1 bis F12, um alle Funktionen, die halt eine normale Tastatur hat, bedienen zu können. Die könnt ihr aber in der Bedienungsanleitung einfach durchlesen. Jetzt müssen wir noch über einen Punkt sprechen, bevor ich die Pros und Cons noch einmal aufliste. Jeder, der potenziell daran interessiert ist, diese Tastatur zu kaufen, sollte jetzt genau zuhören. Denn beim Vorgänger dieser Tastatur, der Mantistec GK2, gab es vor einem Jahr einen handfesten Skandal. Und zwar, haltet euch fest, bei dem Modell wurde von Herstellerseite ein Keylogger eingebaut, der jede Tasteneingabe aufzeichnet und diese Informationen, also wirklich alles, Zugangsdaten und Passwörter, ohne das Wissen der Nutzer an den Amazon-Rivalen Alibaba gesendet hat. Noch dazu unverschlüsselt über HTTP. Betroffen war man dann, wenn man die mitgelieferte Software installiert hatte. Das ist mindestens unseriös und in Europa zudem nicht legal. Nachdem das Ganze einmal aufgeflogen ist, gab es keine weiteren mir bekannten Skandale.
Es bleibt aber die Frage, möchte man diesem Hersteller jetzt sein Vertrauen entgegenbringen? Für mich ist das eher eine Grundsatzentscheidung gegen diesen Hersteller, auch wenn ich dieses Review ansonsten möglichst objektiv und technisch halte. Ist diese Tastatur günstig? Logisch, Original Cherry Schalter findet man zu dem Preis sonst nicht. In diesem Sinne seid ihr hoffentlich umfassend informiert. Den Link zu dem Produkt gibt es in der Videobeschreibung. Hier noch einmal die von mir festgestellten Pro und Contras zur Mantistec GK361. Ich bin auf eure Meinung zu diesem Produkt gespannt. Also Vor- und Nachteile. Auf der Habenseite ist ganz klar, dass es sich um eine mechanische RGB-Tastatur handelt mit den Original Cherry-Schaltern, die man in so einem Produkt am wenigsten erwartet. Überzeugend ist dann die Umsetzung der RGB-Beleuchtung, sehr viele Möglichkeiten, sehr kräftige Farben. Die Größe und dank Bluetooth auch kabellose Tastatur ist super für unterwegs und nicht zu vergessen der clevere Energiesparmodus. Der Preis von 50 Euro ist günstig, Cherry-Schalter wird es wohl kaum günstiger geben. Wenn ihr eine Tastatur kennt, die das günstiger hinbekommt, ab in die Kommentare damit. Ansonsten, nicht so gut gefällt mir der Plastikrahmen. Die Sache mit dem Datenskandal des Vorgängermodells stößt mir persönlich bitter auf und für mein Setup bräuchte ich ein etwas längeres Kabel. Neutral bin ich im Übrigen bei meiner Meinung zu den Keycaps. Das ist leider kein thermoplastischer Kunststoff, aber es ist sehr leichtgängig beim Entfernen der Tasten. Also, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf euer Feedback.